rutscht rüber, oder soll ich jetzt dein Gehirn pusten, oder was? Wir haben es die ganze Zeit angekündigt, jetzt ist er hier. Aber an meinen Klamotten könnt ihr sehen, dass er an einem anderen Tag war als die Sendung. Moritz Bleibtreu, der intellektuelle Erfinder von Game One, auch wenn er es gar nicht weiß, denn ohne deine Produkte hätten wir nie Game One gemacht. Intellektuell, das können wir emotional belegen. Es gibt viele verschiedene andere Wörter dafür. Moritz, ohne Scheiß, wir haben es vorher dir schon gesagt. Aber das ist jetzt neu. Das ist der Hammer, dass du da bist. So. Ja, aber so weit bist du noch nicht gegangen vorhin. Ich sei der Intellektuelle. Wir haben den Beweis. Vielleicht sagen wir dir nicht, wie wir auf die Idee für unser Bewerbungsvideo für Game One kamen, und wir zeigen dir einfach das Video und vielleicht fällt dir dann eine Parallele zu einem deiner Filme auf. Okay. Gucken wir einfach mal rein. Damit haben wir uns damals bei MTV beworben für Game One und haben die Show tatsächlich gekriegt, dank dieses Videos. Bitteschön. Was willst du mir eigentlich erzählen? Du weißt, was es heißt, für eine Frau zu kämpfen? Du weißt Scheiße, Mann. Soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Also da war dieser Typ. Eigentlich war das ein ganz ruhiger Klempner, kannst du dir das vorstellen? Aber der Typ, der war glücklich, verstehst du? Der hatte einen Job, eine alte, unordentliche Wampe, der hat einfach keinen Stress. Aber dann ist da noch dieses Arschloch von Affe. Fett, faul, ständig am Saufen, vollkommen durch. Der wollte die Braut des Klempners für sich. Einfach so. Hat sich geschnappt mit seinen fetten Pranken und ist einfach durchgebrannt. Als wenn er irgendwie King Kong wäre oder was. Auf jeden Fall, jeder andere Kerl hätte wohl da schon drauf geschissen. Verdammt, ich hätte da sowas von drauf geschissen. Das war ein fetter Gorilla-Mann. Aber dieser Typ, der hat nicht eine Sekunde gezögert. Ist sofort losgerannt. Bei einer anderen? Ich weiß nicht. Aber das? Das war sie, verstehst du? Eine. Der Typ also los und sucht sie. Überall. Also echt überall. Weil der will die dann unbedingt weg haben. Weg vom Affen. Nur zurück. Und der Affe, der konnte es erst gar nicht glauben, dass der Typ tatsächlich hinter ihm her ist. Hat ihm Fässer in den Weg gerollt und ist immer höher geklettert. Aber der Klempner ließ sich nicht aufhalten, verstehst du? Von gar nichts. Was der Affe auch immer gemacht hat, es war total für den Arsch. Der Typ ist einfach immer wieder gekommen. Und am Ende, da hat er den Sack tatsächlich noch erwischt. Weißt du, manchmal da gibt es diese eine Frau, für die würdest du einfach alles machen. Sogar mit einem fetten Gorilla. Das ist Liebe, verstehst du? Wahre Liebe ist das, Mann. Oh, das ist so lange her, das ist für uns echt total Nostalgie. Ja, wirklich, das ist mega unangenehm. Und dafür hat euch MTV gesigned für den Quatsch. Ja. Die haben gedacht, wir machen doch irgendwas anderes draus. Nein, ich weiß, woran mich das erinnert. Das erinnert mich natürlich, aber du hast mir auch den Hinweis vorhin schon gegeben, an die, das ist die Sequenz, wo ich weiß gar nicht, welches, gab es damals schon FIFA? Das war nicht FIFA. Gute Frage, war das PS? Nee, oder FIFA? Ich weiß nicht, welches Spiel es war. Scheiße. Sorry, FIFA gab es damals aber auch schon, glaube ich. Doch, es gab es sehr früh schon. Ne? Diese nur auf dem Fernseher abgefilmte Sequenz, wo Lukas dann so sagt, ich kann mich an dieses Spiel erinnern. Da hatte der Mehmet, weiß ich nicht, was. Genau. Irgendwas mit dem Mehmet. Fast der gleiche Inhalt. Ja, ja. Und diese Musik auch im Hintergrund. Ich weiß nicht mehr so ganz, womit das abschließt. Aber das ist und das. Deswegen ist Mehmet schon der Einzige, den ich einblasen würde. Mehmet ist der einzige Mann auf der ganzen Welt, den ich einblasen würde. Ja, Mehmet, es geht, glaube ich, darum, dass irgendwie Mehmet halt einmal zu weit gegangen ist und er halt überhaupt nicht streitet mit dem Schiedsrichter, sondern merkt, okay, jetzt habe ich es einfach zu weit getrieben. Und dann geht er ohne Stress, geht er einfach vom Platz. Er geht einfach vom Platz und regt sich nicht auf und lamentiert nicht rum und so, sondern geht einfach, ne? Und dieses Abgefilmte vom Bildschirm, das hat uns total fasziniert und das hatte irgendwie genau den Flair, den wir uns für Game One damals gewünscht hätten. Natürlich ist es so nie gekommen. Ja, aber ich muss natürlich dazu sagen, das muss ich ja auch mal jetzt live machen, dass ich ja tatsächlich auch ein Fan von euch bin. Das ist wirklich schlimm. Lustig, aber da kann man mal sehen, ne, Real Recognize Real und so, ne? Alles gut. Das ist wirklich so. Ich habe immer eure Show geguckt früher und ich mag wirklich, ich bin kein Gamer, ich stehe nicht großartig aufs Daddeln. Ich habe das irgendwann in meinem Leben als eine Art von Zeitverschwendung irgendwie empfunden und habe dann die Finger davon gelassen und habe dann auch irgendwann viel zu wenig Finger für viel zu viele Knöpfe gehabt. Habe es dann gelassen, aber ich habe immer eure Show geguckt.
Nicht, weil mich diese Games interessiert haben, sondern wirklich, weil ihr das einfach geil gemacht habt. Ihr habt mit so wenig Mitteln so viel verrückten Scheiß gemacht. Und ich habe immer nur gesagt, wann signed die von Pro7 einer weg? Wann wird das hier der nächste große Moderator? Wir waren so oft da. Von Sat.1. Moderiert Dings. Quiz. Wie heißt das hier? Diese Tanzshow. Das wäre doch was für dich. Da gibt es doch diesen, wie heißt der Typ, der das macht mit der Brille? Ich guck leider wenig Fernsehen. Den steckst du doch locker in die Tasche. Boah, danke, Mann. Ohne Scheiß. Ja, ja. Und das ist wirklich auch kein Scheiß. Aber da wären wir ja schon beim Thema. Guck mal, du bist heute hier am Start irgendwie, da sind wir sehr dankbar. Du bist Synchrosprecher von Just Cause 3. Mhm. Du hast schon ein paar Synchronisationsjobs gemacht im Gaming-Sektor und jedes Mal, wenn man Interviews mit dir gemacht hat, hast du gesagt, das ist alles so Nanophysik für mich. Und unser Auftrag hier offiziell ist es, dir zu sagen, es ist keine Zeitverschwendung, Mann. Videospiele sind fantastisch. Sie sind das, was du in Filmen ausdrückst, bedeutet das eigentlich für uns. Es ist genau wie im Filmsektor. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was für Drehbücher man dir zuschickt irgendwie. Aber es gibt wahrscheinlich oft Drehbücher, wo du sagst, ey, schick mir nie wieder sowas. Das bin nicht ich. Ich habe keinen Bock darauf. Hast du mal meine Filme gesehen, wo ich mitmache? Das gibt's bei Videospielen halt auch, logischerweise. Die Bandbreite ist riesengroß geworden halt. Ne? Das ist so ein bisschen das, was wir früher, wenn wir dann Interviews von dir gesehen haben in Richtung Synchro, wir finden es geil, dass du da einen Bezugspunkt hast, weil du das Handwerk ja auch beherrschst. Jetzt Just Cause 3 halt, das ist der aktuelle Titel. Aber vielleicht, wer weiß, können wir dir irgendwann mal Beispiele bringen? Ich finde das gut, dass ihr das als quasi einen sozialen Auftrag quasi seht, mir die Nähe zum Videospiel zurück, zum wie sagt man eigentlich, Videogame, was sagt man? Ja, Spiel. Gaming. Mittlerweile ist es Spiel. Videospiele Spiel, ist zu sehr Konsolen und PC und so. Und Gaming denkt ist man auch so zu ambitioniert, irgendwie blöde englische Worte sagen wollen mäßig. Was sagt also man, es ist dann Spielen einfach. Was sagt man? Spielen, einfach nur Games, sagen. Fertig. Also das Zocken, ist daddeln. Daddeln sagt man gar nicht mehr zum Beispiel, ne? Ach, also gut, sagen alte Menschen wie wir alle. Daddeln. Also bei uns war das früher mal Daddeln. Wir sind schon wieder am Daddeln, ne? Oder Zocken. Ja, Zocken. Zocken geht immer auf jeden Fall. Ja. Zocken geht immer. Bei Zocken denken meine Eltern automatisch immer ein Glücksspiel. Zocken ist für sie einfach Geld, ne? Pferde. Genau. Hat man ja auch. Im Mobile-Bereich irgendwie. Paid Content, der Scheiß, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Aber auch wirklich, ne? Das habe ich mal gehört, wo Leute dann in Videospielen tatsächlich dann so virtuelles Geld zum Beispiel, also mit echtem Geld bezahlen. Oder Waffen jetzt zum Beispiel mit echtem Geld sich kaufen. Ist alles, ne? Gibt mittlerweile alles, Wahnsinn, wo man Geld ausgeben kann. Wir haben vorhin in der Sendung noch darüber gesprochen, Simon hat ein Konzept, sehr, sehr kritisch über ein Spiel, da musst du dir ja die Munition für ein Ballerspiel kaufen. Also das geht immer pro Schuss 1 Cent weg. Ja, stell dir vor, du passt plötzlich auf, du rotzt nicht mehr überall rum, als würde es nichts kosten. Weil es kostet was. Also auf der anderen Seite ist dann Munition, aber auch das Spiel ganz schnell entschieden, denn weil der Typ, der Kohle hat, also sobald du einen hast, der halt reich ist, so wie im ist vorbei. Und vorbei. Genau so ist es doch in echt auch. Es wäre bei Just Cause auf jeden Fall so. Also wenn du dann auch noch für TNT bezahlst, da wird nur gerotzt, oder? Bei Just Cause 3, da wird nur geballert. Ja, da wird nur. Ne, ja, aber das ist, also echt Schöne ist, was mir wirklich an dem Spiel gut gefällt, ist, dass das halt nicht diese Ambition hat, so, weißt du, auf Teufel komm raus, realistisch zu sein und alles muss ganz echt sein und so auf Suspense setzt, sondern eigentlich ist alles so ein bisschen zu grell, alles ist ein bisschen zu bunt, alles ist ein bisschen zu dick aufgetragen so und du kannst alles, du kannst, ich glaube, jedwede Waffe benutzen, die es gibt, jedwedes Fortbewegungsmittel von Autos über Fallschirme, da hat er diesen Wingsuit, mit dem er so fliegen kann, also man kann das, ich habe es versucht, ich bin mit dem Kopf so gegen irgendwelche Bushaltestellen geflogen oder so, ich konnte das nicht, aber man kann das. Das ist doch für Casual-Spieler eigentlich auch gedacht so. Also total. Für dich, dass du wirklich einsteigen kannst, hast sofort Spaß. Es geht halt nur um den Spaß und nicht um ja, und ich finde, was mir daran auch gefällt, ist so, das ist so ähnlich wie bei, es gibt doch dieses GTA, heißt das, glaube ich, ne? Ja. Was es ja auch schon 100 Teile gibt. Und was mir damals gut gefallen hat bei dem Spiel, ist, dass es einen nicht so zwingt, jetzt so agieren zu müssen, sondern dass du halt dieses Zwischenfeld hast, wo du, ich weiß nicht, ich bin bei diesem GTA, das war auch ungefähr so die letzte Phase gewesen, GTA, der erste Teil. Da habe ich dann so aufgehört zu zocken. Ach, jetzt wirklich beim 2D, also von oben noch? Also von ein 3D-Teil oder ein Teil, wo du es von oben top-down gesehen hast? Nein, die allererste GTA, die es gab. So. Ja, das ist von der erste, 2D, das ist wirklich nur, da guckst du von oben drauf und hast nur diese Pixel. Da hast du aufgehört. Ey, was geht dir an mit? Achso, nee, wahrscheinlich gab es das. Nee, dann meinst du nämlich, glaube ich, das erste richtige GTA. San Andreas, ja, ja, ja. San Andreas. Okay, das war das zweite oder dritte, aber ja, das war am Anfang noch, die PlayStation. Und dann kannst du aber, und dann habe ich dann nur so dann irgendwann wurden dann die Missionen so ein bisschen kompliziert und dann wurde es mir so ein bisschen langweilig und dann bin ich nur noch mit dem Auto durch die Gegend gefahren, habe so Autos geklaut.
habe so geguckt, wie viele Autos kriegt man in so eine Garage rein, geht noch eins, wenn man es quer stellt. Ja, ja, so Quatsch, das sind Alter. Genau die Sachen. Aber das kann ich Heli reinpacken. Ja, genau. Ja, ja, das hat mir aber irren Spaß gemacht. Das fand ich dann irgendwie fast cooler, als diese Mission stoisch weiterzuspielen. Und das hat eben Just Cause auch. Du kannst da dann auch durch die Gegend fliegen und irgendwas kaputt ballern oder ein Motorrad dir klauen und ein bisschen durch die Gegend fahren und so. Und das mag ich irgendwie ganz gerne. Just Cause war ja auch damals der erste Teil, ist tatsächlich schon 9 Jahre her, war in der ersten Game On-Folge. Erste Beitrag. Hatten wir direkt einen Test zu Just Cause. So, deswegen sind wir doch aus dem Flugzeug gesprungen, weißt du noch? Alter, das war dumm. Haben wir Nintendo DS gegeneinander gespielt, während wir irgendwie aus dem Flugzeug gesprungen sind. Also aus viel Zeit. Wirklich? Nein, aus einem Flugzeug? Ja, das war total dumm. Das war aber auch so eine Idee, die wollten wir nie machen. Aber als wir die ausgesprochen hatten, dann die Produzenten, oh, das klingt geil, das machen wir. Und dann war es halt gesetzt. So ihr seid dann wirklich wir haben es gemacht, aber ich würde es nie wieder machen. Nee, ich habe Höhenangst und so. Das war aber cool, oder? Du bist auf dem scheiß Flugfeld eingepennt. Nee, wir haben halt gedacht, irgendwie, guck mal, wir sind nerdig, so Games ist halt nirgendwo angekommen, selbst Moritz bleibt treu, zockt nicht so. Wir müssen irgendwas machen, um das irgendwie auf Aufmerksamkeit zu generieren. Und da war halt einfach die Idee, im freien Fall tatsächlich gegeneinander so ein Spiel zu spielen. Im fucking freien Fall. Keiner von uns beiden hat das vorher jemals gemacht und wird es danach, also macht es jemals wieder. Oh Gott. Und es war so dumm, weil du siehst halt einfach die Erdkrümmung. Ja, mal gucken. Ah, aber, ja, aber ich meine, Moritz, du hast bestimmt schon krassere Sachen gemacht im Sinne deiner Arbeit. Oder hast du nicht schon für irgendwelche, machst du deine Stunts alle selbst? Nee, das dürfen wir ja immer alles gar nicht. Nee, das geht ja alles. Ja, na klar, das geht gar nicht. Außer du musst da irgendwelche ganz besonderen Verträge unterschreiben und musst dann im Schadensfall nimmst du das alles auf dich oder so, wie Herr Krause das macht oder so. Also im Allgemeinen lassen die dich das gar nicht. Ja, Thomas Krause. Der das nun wirklich ja auch sehr, sehr gut macht. Ja. Oder du bist so ein Stunt-Schauspieler, die gibt es ja auch so wie Jason Statham oder so, der da eigentlich ursprünglich vom Stunt kommt und dann eben nur so physischen Kram macht. Ne? Nee, nicht wirklich. Ich würde niemals aus dem Flugzeug springen. Das würde ich mir nie trauen. Auch nicht als Spaß, Bungee-Jumping, irgendwas? Nee. Alles mit Höhe ist bei mir schwierig. Verstehe ich. Ich sage immer so, schmeiß mich auf die Straße, ich stehe gern auf, schmeiß mich ins Wasser, ich schwimme, schmeiß mich in die Luft, weißt du. Aber gefällt. Insofern, Neutblattdruck funktioniert in drei Ebenen. Ja, genau. Ich habe das Schwimmfeld. Ich bin immer froh bei Flugzeugen, wenn ich wieder auf dem Boden bin und so und alles ist geht mir aber auch so. Ich mag das nicht so gerne. Aber dieser Eimer kann man es machen, aber gewonnen? Man braucht es nicht. Ja, ich habe beschissen. Also ich habe gewonnen, aber auch nur vor der Kamera. In Wirklichkeit habe ich noch weitergespielt, während Budi schon mit seinem Fallschirm gemütlich flog. Ich hab währenddessen einfach nur gedacht, was machen die? Ja, Budi, aber dann Tandem-Sprung oder was? Du darfst nicht alleine springen. Also. Genau. Natürlich nicht. Nee, komm, machen wir. Ja, aber versuch mal da dran. Du musst dir vorstellen, du springst und du unterschätzt ja immer, was dieser Wind mit dir macht, dass der dich wirklich so, und du versuchst irgendwie zu spielen mit dem kleinen, hast hier diesen DS, die Nintendo DS, das ist kompletter Schwachsinn, war das, die Idee von vornherein. Ja. Aber es hat funktioniert. Aber es war halt so Götterdämmerung, weißt du, ich sehe das erste Mal wirklich den Scheiß, also die Erdkrümmung sieht man halt, weil du halt 4000 Meter aus dem Flugzeug springen. Du verschwendest deine Zeit damit, genau, weil du Nintendo spielst. Seht ihr, Kinder, deswegen sind Videospiele scheiße. Hör auf jetzt. Hammer Scheiße! Ficken! Ey, wir hören hier nicht auf, bevor du nicht mindestens ein Spiel, was wir dir aufdrücken, versprochen hast, dass du es anspielst. Also sowas wie, es gibt echt eine Menge Spiele, die auch dir als Künstler gefallen werden. Gibt es welche, wo du nur zwei Knöpfe brauchst? Links, rechts? Ja, das ist das kleinste Problem, glaube ich. Das ist mein größtes Problem. Wir wollen noch rauskriegen, worauf du stehst heute. Knöpfe. Das kann ich also welche sagen. Art von Spiel, was für dich wäre? Weil es gibt für alle. Kann ich dir eigentlich sagen. Also ich war früher zumindest, habe ich immer gerne Sportspiele gespielt. Ich habe noch gerne NBA gespielt und Eishockey damals auf Sega. Ja, sehr gut. Ahnst du noch? Dieses, wo man das mochte ich gerne. Das war auch schön schnell. Das Spiel. Arcade halt. Ja. Das war gut. Diese, dann mochte ich gerne so Fighter- und Ballerspiele ist gar nicht meins. Ja. Das schockt sich nicht so richtig. Jump'n'Runs habe ich ganz gerne gespielt, aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Irgendwann ist ja dieser, ne? Da kriegst du ja dann diesen, wenn du dann. Ja. Ich habe jetzt mein Sohn spielt gerade dieses Lego Star Wars. Oh, Dimensions oder was? Ah, nee, oder Lego Star Wars. Ja, gut. Ey, die sind alle gut. Ja. Wie sie diese Cutscenes immer neu interpretieren. Wahnsinn, ja, und dann gibt es diesen einen Level, wo dann dieser blöde Yoda, der sitzt dann da auf diesem blöden Berg und dann musst du aber auf die andere Seite von dem Fluss und auf die andere Seite von dem Fluss kommst du nur, musst den Yoda mitnehmen, weil sonst hast du die Kraft nicht, die der braucht und bla bla bla. Jetzt musst du also immer diesen Yoda holen und dann wieder über diese blöden Dinger rüberspringen, bis du am Ende auf diese, aber dann musst du ihn halt da einsetzen. Aber spätestens da hast du ihn schon verloren, weil irgendwelche Fledermäuse kommen, beißen dir in den Arsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Du musst immer wieder zurück zu diesem blöden Stein und diesen Yoda abholen. Das nervt so krass. Und mein Sohn, Backtracking, ich hab schon gemerkt, nach dem dritten Mal merkte ich schon so. Und ich so, okay, jetzt nehmen wir mal dieses Ding aus der Hand. Jetzt machen wir mal Pause. Komm, wir gehen raus. Das ist, das ist schon, das muss man gerade bei Kindern sehr rationalisieren. Und ich weiß auch, mich hat das auch, die Zeiten, wo ich habe, auch teilweise hätte ich das Ding auch, ich schwör's dir.
Ja, nee, brauchst du nicht sagen. Ich habe auch Controller leider schon auf dem Gewissen. Hast du kaputt gemacht? Noch, ja, ich bin berüchtigt dafür. Ich finde es auch nicht cool. Ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber ich bin jemand, der früher dann auch Sachen einfach... Aber das erinnere ich sogar, weil wir vor zwei Jahren, wo ihr da irgendwas gegeneinander gespielt habt, du dich tierisch aufgeregt hast. Das ist so traurig. Das, weißt du, das ist super. Das, was alle Leute über mich wissen, dass ich mal einen Controller zerworfen habe. Das ist so traurig. Jetzt hat Simon das Pad auf den Boden geworfen. Oh, und noch was Gutes. Jetzt ist er sauer. Das, was man das vielleicht aber nicht fassen, das ist sowas, das sind ja alles, sagen wir, Gameplay-Games, weißt du, was ich meine? Aber es gibt halt echt Spiele, die sind, die schocken dich total, die gehen vielleicht in Richtung das Experiment, wo du halt mitgemacht hast, selbstverständlich. Also die wirklichen Impact haben, storytechnisch, wo du dich selber als, wo du selber entlarvt wirst, dass du selber spielst und so, welche Geschichten. Das sind Sachen. Ich habe als, als ich Battlefield damals gemacht habe, Battlefield Hardline, hast du auch so cool gemacht. Da war, hat man mir zum ersten Mal von diesem, jetzt habe ich den Titel wieder vergessen, Alan Page und Willem Dafoe, Motion Capture. Ach so, Beyond. Also wo die, Beyond. Genau. Und das fand war ich leider dann, nicht so gut. Habe ich auch gehört, ich kenne mich nicht aus, aber ich fand es natürlich super einfach aus der aber leider. Schauspielerischen Sicht oder dieser, weißt du, der Sicht, wo man denkt, wo wird sich das dann wie verweben, wo kommt das alles zusammen, wo findet dann Film, Anschluss an Spiel, alles wird eins. So. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist nicht unspannend, weil wenn man dem Ganzen dann wirklich auch eine kompaktere Erzählstruktur gibt, mit ein bisschen Tiefgang, dann die Möglichkeit über, je nachdem, wie ist das Individuum gestrickt, möchtest du eher einen dramatischen Fortlauf des Spiels, gehst du nach links, möchtest du einen eher lustigen, gehst du nach rechts, die Möglichkeit, ein Genre zum Beispiel zu vermischen, zu sagen, du hast einen Comedy-Aspekt oder du hast einen Thriller und du hast eigentlich eine Exposure, also einen ersten Akt in der Geschichte, der quasi offen lässt und dann kannst du sagen, was willst du jetzt haben? Willst du jetzt eine Comedy draus machen oder willst du... Until Dawn geht ja so in die Richtung. Ja, also, und dass man dann Versatzstücke mit Character-Log-Lines, Versatzstücke spinnt. Du musst dringend mal ein paar neue Spiele spielen. Aktuelle. So, das könnte ich mir spannend vorstellen. Und wo die Geschichten, die dann quasi dabei herauskommen, die du dir erspielt hast, individuell und einzigartig sind. Das heißt, ne, nur du spielst dein Spiel... So, und dann ist das deine Logline, deine Storyline. Und diese Storyline ist auch nachvollziehbar. Deine ist aber ganz anders, je nach, oder meine ist wieder anders. Oh Gott, du musst das unbedingt, spannend. Es gibt unbedingt Stanley Parable spielen. Es rattert durch. Unbedingt gibt es so Dinger. Ja, es gibt durch ein paar Spiele, die genau das, gerade die Entwickler sind gerade dabei, deswegen glaube ich, jetzt ist der Moment für dich, wenn du Interesse hast, mal wieder einzusteigen. Die fangen gerade an, dieses Narrative, ich weiß nicht, wie man es nennt, diese Akte, damit rumzuspielen. Also quasi einem zu ermöglichen, okay, du willst ein Horrorspiel, dann geh durch die linke Tür. Genau. Aber eben subtil, nicht jetzt so plump, wie ich es gerade mache. Aber es ist echt interessant, die entdecken gerade Storytelling neu. Ja, weil dann kannst du natürlich wirklich die Genres vermischen und kannst dann sozusagen, weiß ich nicht, dann irgendwann im zweiten Akt gehst du halt wieder zurück und sagst, nee, jetzt möchte ich aber einen spannenden Schlussakt oder du machst es anders und der Schlussakt wird lustig oder eine groteske oder was auch immer. Ja. Sodass du dir wirklich einfach inhaltlich dein eigenes individuelles Spiel, dein eigenes Spiel spielst. Und das ist, sowas finde ich spannend. Solche Sachen finde ich schon geil. Das ist dann, und das wäre natürlich dann auch quasi, aus schauspielerischer Sicht interessant. Ne? Ja, ich meine, ihr werdet, also Schauspieler werden immer mehr digitalisiert. Aussehen tut das ja. Also das Beyond noch? Oder, selbst Beyond. Also Just Cause sieht auch wahnsinnig gut aus, wenn man sich das einfach nur... Klar, Just Cause ist jetzt von der Story wahrscheinlich eher ein lineares... Halt ist halt der Hollywood Spaß, genau. Ne? Ein Spaßspiel auch, genau. So, und eben dann aber, wenn du jetzt sagst, okay, wenn man das eben genauso vergleichen will, dann sagst du halt, hier hast du halt den Hollywood-Blockbuster a la, Rogue Nation. Das ist dann Just Cause. Und dann hast du aber ein Spiel X, das ist dann das Breaking Bad, weißt du, was ich meine, unter den Videogames. Ja, sowas fehlt noch, so eine Art Breaking Bad der Videospiele also, fehlt wo du wirklich, noch. Also wirklich, weißt du, mit einem inhaltlichen, wirklich, Tiefgang ist ein bescheuertes Wort, aber einfach mit einer total ambivalenten Erzählstruktur, wo man das einfach sagt, das ist was für schlaue Leute. Ich würde dir wirklich gerne mal ein paar Spiele geben, ey. Ich würde dich gerne mal deine Meinung zu Soma, Stanley Parable, ich werde dir mal ein paar Sachen geben, du musst ja nichts aber machen. Aber muss man da nicht dann wieder 100 Finger haben? Oder? Nee. Das geht auch, wenn man nur 10 hat. PC, einfach ein Laptop, irgendwas und Controller und dann, das ist ganz easy. Mittlerweile. Und die, also sind vor allen Dingen, die sind auch nicht unbedingt lang. Also das sind jetzt nicht so Dinger, die du irgendwie 20, 30 Stunden spielen musst, sondern das sind oftmals Sachen, die entfalten sich einfach und du bestimmst einfach jederzeit selber, ob dich jetzt die Story oder die Idee kickt oder halt nicht. Hm. So, also das ist exakt darauf angelegt. Aber, der Trend geht zur Story, also zum Filmspiel eigentlich. Genau, aber und da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem Thema. Das habe ich auch gedacht, weil die würden das ja nicht machen. Auch die würden ja den Aufwand nicht betreiben, auch so Leute wie mich engagieren, wenn es nicht doch so wäre, dass die Leute das tatsächlich auch gucken. Weil es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass man dann
sagt, ja, das wird eh nicht geguckt. Weißt du, diese ganzen In-Between-Bits, diese ganzen Film-Bits, dass man die wegschaltet. Ja, sonst würden sie es ja nicht machen, sonst würden sie ja nicht so viel Geld dafür ausgeben, mich da hinzusetzen oder andere Leute. Mich nervt es immer, wenn ich bei Leuten sitze, die spielen und die drücken Zwischensequenzen weg. Das macht mich jedes Mal kirre, weil es ist die Story, es ist relevant, es definiert deinen Charakter, es beschreibt deine nächste Mission, verdammt. Es ist einfach wichtig. Mein Sohn zum Beispiel würde fast anfangen zu heulen, wenn du das wegdrückst. Ja, mag ich ihn. Weil er ist dann so stolz, dass er, weil du kommst ja erst zu dieser nächsten Dings, wenn du was erreicht hast. Genau. Das ist ja quasi wie eine Belohnung für dein, er spielt es. Wenn du das wegdrücken würdest, der würde anfangen zu heulen. Fortschritt. Das ist ihm ganz wichtig, ja, zu sehen, was passiert dann. Dann kommt Yoda, dann passiert dies, dann passiert das. Oh. Sonst weißt du ja manchmal auch nicht, was du dann spielen musst in der kommenden. In dem oder dem, ich habe immer die geile Auseinandersetzung zu Hause, ist es das Level oder der Level? Oh Gott, ich weiß es auch nicht. Im Videobereich, Videogame-Bereich, ist es der Level und nicht das Level. Oder wie sagt ihr? Ey, der Level war doch ganz schön schwer. Ich glaube auch, man sagt der Level, aber alle sagen immer, das Level wäre grammatikalisch korrekt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn du jetzt mit... Du sagst, also wir sagen der Level. Wir sagen der Level. So. Das ist doch alles viel Scheiße. Hier sind Profis. Und ne, jetzt... Profis. Ganz wichtig, bevor wir uns verlabern, Buddy, du hast doch hier schon jetzt Fragen aus dem Reddit wahrscheinlich vorbereitet. Wir haben eine Community, die extrem große Fanbase wahrscheinlich auch von dir sich irgendwie kreuzt. So, nee, tut mir leid, keiner wollte irgendwas wissen. Nein, das waren Tonnen von Fragen, auf jeden Fall. 106. Und wir werden Fragen mal gucken, davon ein paar, dass wir ein paar vorlesen. Ja, wir fangen einfach oben an, tatsächlich. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, weswegen du unter anderem auch hier bist, Synchrosprecher. Ne? Und Undix fragt, was war der bescheuertste bzw. merkwürdigste Satz, den du in deiner Synchrosprecherkarriere ansprechen musstest? Gab es irgendwas, wo du echt gedacht hast, so, what the fuck? Nur fürs Geld. Das mache ich jetzt aber nur fürs Geld. Habt ihr gehört? Die Adlibs sind das Abstruseste. Diese ganzen... Das sind diese Dinger. Das ist viel schlimmer als die Sätze. Super, weil Sätze haben ja meistens noch einen Inhalt und es geht, da kannst du dich an irgendwas orientieren. Das kann so doof gar nicht sein. Aber diese Adlibs, die sind manchmal echt bescheuert. Oder wenn du dann... Ja, dann stehst du auf einem Flugzeug und fliegst dann so und schreist dann irgendwie, spring raus oder so. Und ja, in der Stimme könnte man noch, ich habe noch nicht so ganz das Gefühl, dass du auf dem Flugzeug stehst. Dass du wirklich auf dem Flugzeug stehst. Warte mal kurz. So, jetzt habe ich. Also, es ist so. Acting. Method Voicing oder was? Ja, Method Voicing. Heißt es so oder was? Nein, ich denke mal nicht. Man muss dazu sagen, das ist ja, also A. Wenn es nach mir ginge, dann wird es keine Sync geben. Ich gucke mit großem Neid nach Skandinavien und sehe, wie toll das ist, dass da jeder 13-Jährige Englisch spricht, einfach weil die ganzen geilen Serien auf Englisch gucken und weil das Fernsehprogramm auf Englisch stattfindet. Holland auch. Holland genauso. Ja. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich finde es auch gegenüber einfach den Filmen und auch den Schauspielern eine ganz entscheidend wichtige Sache, weil eigentlich, wenn man das mal, also jetzt, das sage ich jetzt als Schauspieler, ne? Du siehst, es geht eine entscheidende Sache geht verloren, beziehungsweise wird verändert. Also es gibt Schauspieler, wir sind ja sehr gut im Synchronsprechen in Deutschland, wir haben eine lange Tradition und können das auch sehr gut und haben sehr gut ausgebildete Sprecherstimmen. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Schauspieler wie Sylvester Stallone anguckst, dann kann der sehr froh sein, dass er die deutsche Synchronstimme hat. Schwarzenegger auch, finde ich. Auf der anderen, ja, da wollen wir gar nicht einige, Banderas, Willis, Reeves, da gibt es einige, die können ganz froh sein, dass sie diese wunderschönen deutschen Stimmen haben. Auf der anderen Seite kann Christian Brückner der tollste Sprecher der Welt sein und trotzdem ist De Niro mit seiner Stimme De Niro. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. Also das ist dann eben nochmal was anderes. Und das verfälscht so ein bisschen auch die Performance. Deswegen finde ich das schade, dass wir das machen. Und es ist eine völlig eigene Art zu arbeiten, die du mit der Schauspielerei so auch nicht vergleichen kannst, weil da geht es ja nicht um Sendungsbewusstsein und um Ausdruck, sondern es geht wirklich darum, dass du dieses Gefühl in diese Stimme tust. Und das ist viel technischer und viel unemotionaler auch. Ja, mehr Handwerk halt als Kunst, oder? Ganz genau. Kann man also lernen, meinst du? Also wenn es Handwerk ist, kann man es ja wahrscheinlich... Absolut, absolut. Okay. Deswegen sind die meisten Synchronsprecher, die so richtige Tiere sind und wahnsinnig gut sind, die haben meistens sehr jung angefangen. Weil man braucht auch oft Kinderstimmen. Und wenn man da früh mit anfängt, also viele von denen wirklich guten Leuten, die ich kenne, die mittlerweile viel Regie machen und so, die haben alle so mit 8, 9 angefangen. Und das merkst du wahnsinnig, weil die sprechen wirklich, also wir sprechen von Takes im Synchron, ne? Nach denen du auch bezahlt wirst. Das ist Fließbandarbeit, richtig Akkord. Du wirst per Take quasi bezahlt. Nicht, wenn man sowas macht wie das jetzt hier, aber wenn du jetzt normale Fernsehserien oder irgendwas vertonst. Und die haben dann so eine Ocken. Das sind dann wirklich so 5 Sätze. Ein riesenlanges Teil, also keine Ahnung, vielleicht 15 Sekunden oder so.
anschließender Text und die gucken sich das einmal an, sagen bup, 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 ist da, Pause, mum, 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 Mund auf, labialer Laut, Lippen zu, Lippen auf, anatmen. Labialer Laut? Ein labialer Laut ist ein B-B-B-B-B, das von deinem Mund zugeht. Und den musst du natürlich treffen, in dem Moment, wo der Mund zugeht. Weil wenn du das nicht hast oder wenn das asynchron ist, dann wirkt das halt nicht Lip-Sync, ist scheiße. Anatmer, das heißt, wenn du und dann den Satz sagst. Ne? Und all diese Sachen, und das sehen die. Die gucken sich das einmal an, dann sagen die, jo. Kannst du das auch? Daneben und, nein, null. Ich stehe davor und sage so, wie hast du das gemacht? Ich kann das gar nicht. Bei mir müssen sie dann immer die Takes auseinandernehmen. Weißt du, du hast dann einen, der ist dann so lang und sage ich, können wir da nicht drei draus machen? So mache ich das immer. Wir haben das auch ein, zwei Mal gemacht und ich habe es auch als Horror empfunden. Es ist schwer, man muss es können. Und es ist vor allem auch, was es auch immer ist, und deswegen habe ich so ein Problem auch so ein bisschen damit, es ist immer auch eine Überhöhung, ne? Weil klar, du hast ja als, das sind ja Schauspieler, die das machen. Und die haben natürlich nur ihre Stimme. Und die versuchen natürlich jetzt den ganzen Ausdruck, den sie haben, in die Stimme zu legen. Du machst das gleichzeitig. Weißt du? So. Und deswegen steht immer so eine leichte Überhöhung. Und die musst du auch treffen, die brauchst du auch. Weil wenn alle das machen, dann musst du es halt auf so einem Teppich sein, wo das irgendwie immer gleich klingt. Und das ist, also das, ich finde es persönlich sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Einfach auch, weil du immer unter Tage bist, kein Licht, weißt du, vor allem stehst du in diesem Monitor. Hab große Bewunderung vor den Kollegen, die das gut können. Aber so als ständiger Job, das würde ich nicht lange aushalten. Aber jetzt bei Just Cause 3, das ist wahrscheinlich auch viel Arbeit gewesen. Also gerade Adlibs heißt es, hast du gesagt, ne? Also einfach viel, was dann getriggert wird. Also Geräusche, die man braucht als Teppich für irgendeine Aktion, die man dann macht. So. Genau, und alles dann immer in verschiedenen Varianten. Genau. Da hinten links! Da hinten rechts! Oben! Da hinten unten! Ja, logisch, weil das ist ja dann immer dann. Super, das ist ja super lustig. Ja, klar, ja, natürlich, so muss das ja sein. Aber warum, darf ich fragen, warum du das dann machst? Gibt es da einen größeren Grund? Machst du es einfach, um im Training zu bleiben, um was Neues zu lernen? Was Neues zu machen, ja. Also, weil es ist ja auch irgendwie interessant, nehme ich an. Total. Es ist ja ein neues Medium oder ein wachsendes Medium irgendwie. Absolut, absolut. Das hat damit vor allem was zu tun, ja. Kannst aber du dir, ganz kurz, Buddy, eine Frage, weil ich will dich schon die ganze Zeit, seitdem wir von Beyond geredet haben, es ist ja so ein Trend mittlerweile, dass man Schauspieler digitalisiert und sie dann irgendwie, ja, die sind ja dann nicht mehr Herr ihrer selbst, mehr oder weniger. Ja? Die Entwickler machen dann mit der Figur, was sie wollen. Ab und zu müssen sie ein bisschen was synchronisieren und ansonsten geben sie das so weg. So ihr ganzes Selbst geben sie irgendwie dem Entwickler, ja? Was ich interessant finde, weil das ist für einen Schauspieler natürlich ja irgendwie auch ein ziemliches Risiko, oder? Wäre das auch was für dich? Kannst du dir das vorstellen? Weil ich denke, dass wir werden immer mehr digitalisierte Schauspieler sehen in den nächsten Jahren. Jetzt kommen diese Virtual Reality-Filme, die dann so ein bisschen ganz anders sind, dass irgendwie der Film um einen rum passiert. Es sind so ganz interessante Sachen. Und hast du da Interesse, da reinzugehen? Oder ist das eher was, wo du sagst, oh, ich kenne mich nicht aus? Was soll ich da? Das auch. Ich kenne mich nicht aus, aber ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt. Ich bin grundsätzlich ein Geschichtenerzähler. Und guck mal, du bist ja als Schauspieler sowieso in einer Situation, wo du nie wirklich in Anführungsstrichen autonom arbeitest. Natürlich, mein Gesicht ist meins, mein Ausdruck ist meins. Aber wann, wo, wer schneidet, wann, wo jemand eine Musik einsetzen lässt, wann, wo jemand, weiß ich nicht, die Zweier noch länger stehen lässt, oder das ist ja nicht mein Ding. Das machen ja eh andere. Das heißt, das, was ich anzubieten habe an Performance, ist immer dann am Ende des Tages, wird immer dann am Ende des Tages von jemand anders eingesetzt, benutzt, geformt, wie auch immer. Insofern ist der nächste Schritt zu sagen, okay, die verkleistern dir dein Gesicht, in Anführungsstrichen, muss nicht unbedingt was Negatives sein. Zum Beispiel dieser Schauspieler, der Gollum gespielt hat, der jetzt alles spielt rauf und runter. Ja. Da muss man schon sagen, dass, also der kriegt viel zu wenig Lorbeeren für das, was er macht, weil tatsächlich jeder Entwickler und die ganzen CGIler, die würden dir alle sagen, ey, wenn es den Typen nicht gegeben hätte, hätten wir gar nichts. Der spielt durch diese Maske durch. Andy Serkis hat aber auch, und das wissen wir meisten, Andy Serkis. Der hat als einer der ersten drüben in den USA ein Studio aufgebaut, was wirklich komplett Full Motion Capturing macht. Das heißt, Stimme, Voice, Gesichtszüge, Mimik, Gestik, komplett alles. Der hat ein eigenes Studio aufgebaut. Da wurden auch große Sachen produziert. Avatar wurde zum Teil da produziert. Ja, und die machen ja auch, der Casting-Prozess ist ja inzwischen sogar digitalisiert. Das heißt, wenn du castest, dann sitzen die schon da und sind schon dabei quasi. Dann hast du schon deine Tracking-Points am Körper und dann hast du so ein grobes Netz, wo der Typ dann sagt, alles klar, wenn es um so Body-Movement und all diesen Scheiß geht. Also man kann nicht ganz sagen, es ist ein bisschen undankbar vielleicht auf eine Art. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass jeder, der sich damit auskennt, dir sofort sagen wird, nee, das ist schon auch wirklich klasse. Also bei Battlefield zum Beispiel, da habe ich ja alles, was ich vertont habe, quasi auf die Aufnahmen der Original Motion Capture Headcam gemacht. Mhm. Die haben dann einfach so eine Headcam, so eine GoPro vor der Birne, also die quasi einfach immer nur das Close-Up filmen mit Tracking Points. Genau.
Und das siehst du, das nicht bearbeitete Bild. Und darauf sprichst du. Und die haben gespielt wie um ihr Leben. Die haben gespielt. Also du denkst dann so, ja gut, die machen das jetzt für ein Videogame. Ist wahrscheinlich alles ein bisschen Overacting-mäßig. Die haben gespielt um ihr Leben. Echte Tränen, echter Rotz, ja. Echter Sabber. Ja, da ist schade, das war unfassbar. Also wo ich wirklich wow. Ne? Ja. Ja, aber das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, das ist, hat auch was viel damit zu tun, wie weit die Leute in der Öffentlichkeit davon wirklich wissen. Ich glaube, das wird einen Punkt geben, wo man einfach eher weiß, wie sowas gemacht wird. Ja. Und ich glaube, dann wird man es auch eher wertschätzen. Aber vielleicht ist das genau der Punkt, den du von mit De Niro meintest. Irgendwann spürt man das. Also irgendwann ist die Technik so weit gereift. Und da wollen ja die Videospielleute entsprechend hin, dass Mimik und Gestik und alles tatsächlich automatisiert, ohne dass man es aussprechen muss, dass das sich überträgt. Also weißt du so, da gehen ja viele Spiele hin irgendwie. Aber, absolut, und du wirst auch niemals, das wird man ja auch oft gefragt, hast du Angst davor, dass das jetzt irgendwann quasi den Schauspielerberuf ablöst? Das glaube ich nicht, weil du ein großartiger Schauspieler wie, was weiß ich nicht was, Ali Guinness oder so, da kannst du machen, was du willst, da kannst du noch so viel rechnen. Das Schöne ist ja, dass du müsstest als Entwickler genauso ein schauspielerisches Talent besitzen wie Herr Guinness, diese Performance zu machen. Die wird es vielleicht geben, diese Entwickler, aber die wären dann genauso selten wie die Schauspieler selbst. Und deswegen ist das eine Rechnung, die nicht aufgeht, weil dann ist es immer noch schlauer zu sagen, nimm Schauspieler, stell ihn. Ich denke auch. Und das ist, weil dauert ja viel länger, so einen Gesichtsausdruck da zurechtzurechnen. Selbst wenn wir die Zeit noch 15 Jahre weiterdrehen, das wird niemals so schnell zu erstellen sein, tatsächlich, weißt du, wie wenn das einer tatsächlich macht, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir in der Gefahr stehen, auszusterben oder so. Nee, es wird nee, irgendeine mehr Vorlage braucht man ja. Also ihr seid ja dann das Fundament, auf dem das alles baut. Und das die ganzen natürlich mehr, das ist klar. Ja, und die ganzen Spieleentwickler, ich meine, die wollen ja eigentlich, merkt man, auch gerne Filme machen. Also man merkt schnell so, okay, der wäre gerne Regisseur, ja, weil seine Filme, Spiele mehr oder weniger wie ein langer Film sind und so. Also ich glaube, für euch Schauspieler ist da noch ein enormes Kundenpotenzial oder wie man das nennt. Absolut. Das sind so viele Leute, die vielleicht kein Fernsehen mehr gucken, nicht mehr so oft ins Kino gehen, weil es auch Geld kostet und die dann eben viel zocken, die dann tatsächlich euch nochmal neu kennenlernen alle. So das die deutsche erste Schauspielergarde durch Spiele und ähnliches. Ja, ich fände es super, wenn sowas wie Beyond gäbe mit deutschen Schauspielern von der deutschen Gruppe. Ja. Aber das wird nicht passieren. Ja, es sind schon andere Sachen, aber wahrscheinlich nicht. Das wird nicht passieren, im Gegenteil. Was passieren wird, ist, dass der Content, der dann Mainstream wird in der nächsten Zeit, es wird einfach, da wird uns die Globalisierung einfach in den Arsch beißen. Mhm. Wir werden das halt alles auf Englisch machen müssen, weil das wird niemals im Verhältnis stehen. Wenn du jetzt sagst, du entwickelst so ein Spiel, die Herstellungskosten, die du hast, jemanden zu besetzen wie mich oder jemand anders wie Till oder weiß ich nicht wen, das wird nie im Verhältnis stehen. Wenn du das Geld, was du ausgibst, das nur auf dem kleinen Markt da, wenn du das schon machst, dann kannst du es auch gleich auf Englisch machen. Das ist genau wie wenn du jetzt sagst, du bringst eine geile Serie zu Netflix. Die werden dir sagen, finden wir super, machen wir auf Englisch. So, also der nächste Schritt wird sein, dass einfach das ist das Einzige, was ich daran wirklich bedenklich finde, einfach an diesem ganzen Globalisierungskram, dass einfach die kulturelle Souveränität und die kulturelle Identität, die wird natürlich noch viel, viel, viel mehr leiden darunter. Das ist klar. Also wir werden, das merkst du ja jetzt schon am Kino, du siehst ja, dass das Genre Kino gar nicht mehr wirklich funktioniert. Oder, nur noch mit Fantasy-Filmfest oder so in speziellen Paketen. Ja, ist schwer. Du kannst heute bestimmte, wenn ein Film nicht von Anfang an wirklich ausgerichtet ist von 6 bis 80, hast du es an der Kinokasse heutzutage sehr, sehr schwer. Und wenn du da nicht noch ein großes Marketingbudget hast und mindestens 3 Selling-Arguments, warum Leute in so einen Film gehen und du natürlich die Kids ansprichst, weißt du, dann hast du es schwer. Das ist einfach so. Und Filme, wie ich sie mache seit Jahren, die haben es schon immer an der Kasse schwer gehabt. Aber sie werden es in Zukunft noch viel, viel schwerer haben. Oh Mann. Ja, ist schade. Ich meine, wir verlieren da ja dann auch dieses Feld zum Experimentieren irgendwie, wo auch mal Überraschungshits, bei Spielen gibt es das noch, ja, dass irgendjemand im Kämmerlein wirklich was baut, wie Minecraft oder so, was dann plötzlich abgeht. Aber man sieht es nicht mehr, weil da einfach die Kanäle schon zu gesättigt sind. Oder halt YouTube. Du kannst dann halt ein 7-Minuten-YouTube-Video daraus machen. Ich glaube, das ist das, was jetzt passiert. Also was jetzt gerade passiert, ist, dass wir ja quasi das genau meintest du ja vorhin auch über die Spiele, dass wir eigentlich an einem Punkt sind, wo wir das Rad nochmal neu erfinden können. Also wenn man sich überlegt, warum ist ein Film 100 Minuten lang? Das ist ja ein Produkt. Ja. Mit diesem Produkt wird ja Geld verdient. Und damals hat man gesagt, jetzt haben wir das. Jetzt wollen wir, also die Leute, zeigen wir das so. Wenn wir jetzt 20 Minuten zeigen, was können wir dafür nehmen? Ein Euro so mehr, damit bringt nichts. Das braucht also eine bestimmte Länge, damit ich ein bestimmtes Geld nehmen kann. Gleichzeitig, wenn der 3 Stunden lang ist, ist es zu lang. Außerdem auch blöd, weil dann kann ich ihn nur 3-mal am Tag spielen oder 2-mal am Tag spielen. Und irgendwann hat sich diese
diese Drei-Akt-Struktur eben um diese 90 bis 120 Minuten rauskristallisiert, die es seitdem deswegen gibt. Und einzig und allein die Form gibt es nur deswegen, weil damit als Produkt so gearbeitet wird. Und das wird jetzt obsolet. Dadurch, dass eben Kino wird nach wie vor stattfinden, klar, das wird anders werden, das ist Spektakelkram, die kleineren Filme, Genrefilme werden immer mehr verschwinden, werden sich auf den Leinwänden nicht mehr halten können, so hart oder so gut. Aber das ist der hauptsächliche Grund, weswegen es das überhaupt gibt. In der Musik ist das genauso. Das Trägermedium war immer so und so lang. Auf eine Schallplatte hatten damals ungefähr 10 bis 15 Songs gepasst, wenn sie 3 Minuten lang waren. Mhm. Auch das hat einen Grund, weil die Radios, also diese ganzen Formen, an denen wir uns seit zig Jahren, seit Jahrzehnten orientieren, die können wir jetzt nochmal völlig überdenken, weil die eigentlich obsolet sind. In der Musik ist es genauso. Warum musst du ein Album rausbringen mit 15 oder 20 Titeln? Das musste man, weil das Trägermedium CD nicht viel mehr gehalten hat. So, ne? Irgendwann ging es nicht mehr. Und weil die Verkäufer irgendwann halt bestimmte Tags brauchen, um das zu verkaufen. Genau. EP, so. LP, etc. Genau. Das wird aber irgendwann, brauchen wir das nicht mehr. Eigentlich kann jetzt U2 sagen, wir hauen nächste Woche Sonntag einen Song raus. Oder jeder kriegt es automatisch aufs iPhone. Aufs iPhone, ob er will oder nicht. Wollen. Ja, exakt, genau. Du hast es ja jetzt. Aber das ist ja genau der Punkt. Das heißt, glaube ich, da kann man jetzt sagen, oh mein Gott, wie reagiert man drauf? Oder man sagt halt, man muss es als eine Chance betrachten und sehen, dass man damit experimentiert. Dinge ändern sich, das war schon immer so. Man muss halt mit der Zeit gehen. So Ja, und jetzt stellt sich jetzt wirklich die Frage, warum kann ein Film nicht 3 Minuten lang sein? Warum? Und muss nicht unbedingt ein Kurzfilm sein. Ja. Vielleicht gibt es da völlig neue Formen und Wege, um das zu machen. Und so versuche ich das zu betrachten. Ich denke mir halt, hey, man muss das Positive daran sehen und die Augen offen behalten. Es bringt ja nichts, dann irgendwann alt zu werden und zu sagen, oh, das überfordert mich alles. Ja. Sondern dann lieber gucken. Ja, die Zeiten sind vorbei. Wir dürfen nicht mehr alt werden, also im Kopf. Keiner. Alt werden ist gefährlich. Genau. Ja, ja im Entertainment. Ja, das auch. Oh, Entschuldigung, Buddy, wir müssen noch mehr fragen. Sonst wir müssen sind die Leute sauer. Ey, es ist fantastisch. Es macht so einen Spaß. Entschuldigung. Du hast doch diese Zeit. Ja, alles gut. Tatsächlich eine Frage, die passt ein bisschen dazu von Mighty Nitz Tang. Im Film Free Rainer spielt zu dem Fernsehproduzenten Rainer Kettner, der Quoten manipuliert, um das Unterschichtenfernsehen abzuschaffen, qualitativ hochwertigere Inhalte zu fördern. Da sind wir genau bei dem Thema eigentlich. Ne? Wie stehst du persönlich zur aktuellen TV-Landschaft? Haben für dich Computerspiele und E-Sport auch eine Zukunft im klassischen Fernsehen? Also E-Sport ist kompetitives Zocken halt, ne? Ich glaube, die Frage kann man am besten so beantworten, dass man spricht jetzt ja gerade von so einer Renaissance des Fernsehens eigentlich, ne? Im Zusammenhang mit diesen ganzen toll geschriebenen Serien und so. Und das ist ja eigentlich Quatsch, weil wenn du genau hinguckst, da sind vielleicht 2, 3 Dinge dabei, die HBO gebracht hat, also ein klassischer Fernsehsender, aber wenn du dir sonst ABC, NBC, die ganzen Großen anguckst, die haben ja nicht viel gemacht. Ja. Die Preise, das letzte Jahr, alles was da wegging, das ging alles an Streamer. Das heißt, eigentlich reden wir nicht von einer Renaissance des Fernsehens, sondern wir reden von der Geburt der Streamer. Und das wird alles verändern. Natürlich bleibt das Medium bleibt gleich. Das Medium bleibt gleich, weil das wird dein Rechner auf der Wand sein, der dann über Link-Dings dann eben das ausstrahlt, was du aus dem Netz konsumierst. Aber Tatsache ist, dass das früher oder später alles da stattfinden wird. Weil warum sollte in jüngster Zukunft irgendjemand noch irgendwie Geld dafür ausgeben, weiß ich nicht, für irgendwelche öffentlich-rechtlichen Sender, wenn die selbst zugeben müssen, dass ihre eigene Quote nicht mehr relevant ist, weil die Quote mittlerweile vom Internet gemacht wird. Und logischerweise, das Fernsehen existiert nur, weil es die Werber gibt, also mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen. Ja. Und die sehen ja, die wollen ja, dass man ihren Content sieht. Und wenn die sehen, zu welchen Preisen man zu einer ominösen Quote, von der man nicht weiß, ob sie überhaupt wirklich relevant ist, Geld da reinbuttern und die aber gleichzeitig bei euch sehen, ihr habt so und so viele Klicks, das ist bezifferbar und einsehbar. Warum sollen die das Geld den Fernsehsendern geben? Dann werden die das euch geben. Nur das System ist halt mitgewachsen. Das wird so sein. Yes! Gut gemacht, okay. Ja, aber das wird passieren. Da wird sich wirklich, glaube ich, da wird sich sehr viel ändern. Aber wie gesagt, es bringt nichts, das als, oh mein Gott, Katastrophe, sondern man muss es als eine Chance betrachten, glaube ich. Und Tatsache ist auch, dass die jungen Wilden, in Anführungsstrichen, die Nutzen dieser ganzen Geschichte sein werden, hundertprozentig. Weil jetzt ist eben, der Geschmack ist halt jetzt nicht mehr zu verleugnen. Also das ging ja eine lange Zeit über diese ominöse Quote. Ja, und an alle Zuschauer da draußen, der Bezug zu Free Rainer ist interessant, weil falls es den einen oder anderen interessiert, wie Quoten tatsächlich erhoben werden,
alles, was in diesem Film gesagt wird, stimmt wirklich. Ja. Das sind nicht Zahlen, die wir uns aus dem Finger... Das denken ja viele. Viele sehen Free Rainer und sagen so, ach, das, ja, das haben die sich mal... Nein, nein. Diese Faktenquoten, das ist alles real. Hast du mal gehört, was jetzt gebaut wird? Nee. Diese Boxen werden umgebaut und laufen über Sound. Das heißt, es kann jetzt... Über Sound? Mh, das ist die Überlegung, die jetzt stattfinden soll. Das heißt, du hast diese Box zu Hause, so ein bisschen wie Amazon Fire oder Siri oder sowas technologisch, ne? Das Ding läuft theoretisch mit und hört einfach nur, was läuft. Und wenn du dann zwischendurch deine Kleine auf der Couch beglückst, dann hören die das natürlich auch. Also die Leute, dann die wissen die, direkt, wenn das und das läuft, dann... Wer wird Millionär, führt zu Sex. Zum Beispiel. Guck mal, da kannst du durch deine Sexgeräusche kannst du halt die Quote mitbestimmen. Muss halt nur sehr gut performen. sehr guten Sex. Hat Pay-TV geguckt. Der Arthur TV und die Zeit. Natürlich, ja. Natürlich. Also das ist zumindest eine Überlegung, die tatsächlich stattfindet. Wahnsinn, ja.